Hans, die grosse Geschichte von dieser Woche und auch dann von der nächsten Woche ist verbunden mit einem Herr, der hat es geschafft auf das Titelbild von der Weltwoche zusammen mit dem Chefredakteur von dieser Zeitung. Er heisst Thomas Jordan. Er ist der Präsident von der Nationalbank. Kennst du den Herr Jordan persönlich? Ja. Was ist dein Verhältnis zu ihm? Ja, distanziert, freundlich distanziert. Per du? Nein. Nein. Respektsperson. Ist eine Respektsperson, genau. Ja. Thomas Jordan ist der Mann von der Woche für die Weltwoche und für viele andere wegen der Minuszinsen. Ja. Die fressen sich ein System rein und der Ruf nach dem Ende der Minuszinsen wird jetzt richtig, richtig laut. Wie ist deine Einschätzung zu dem Thema? Also Minuszinsen ist ja eine abartige Idee. Ich meine, das finde das jenseits die Idee. Aber man hat das einmal eingeführt, irgendwo zusammen mit einer Löschaktion, wo irgendein Problem war. Und jetzt wird oft über die Jahre werden die Minuszinsen weitergeführt. Und die Nationalbank sagt einfach, wir müssen das machen. Und die Nationalbank ist eine der letzten ganz grossen Autoritäten in der Schweiz. Und denen glaubt man es einfach, oder? Nicht, weil die Argumente gut sind, sondern weil es die Nationalbank sind. Und da sind wir jetzt am Ende dieser Phase. Jetzt kann die Nationalbank nicht einfach sagen, wir schauen schon fürs Wohl der Schweiz. Und man macht das richtig, sondern irgendwann müssen sie erklären, was sie machen. Also man glaubt der Nationalbank nicht mehr einfach so, weil sie die heilige Instanz ist, die ja über der Politik steht, absolut, unabhängig von der täglichen politischen Schlacht sich befindet, sondern das sind die Weisen von der Börsenstraße, oder, die eben schon wissen, was gut ist fürs Land. Und du sagst jetzt nach 5 Jahren Minuszinsen ist das fertig. Das heisst, was muss der Herr Jordan, was müssen Sie die beiden Kollegen im Direktorium machen? Also ich nehme an, sie müssen etwas machen, was sie schon gemacht haben. Ich nehme an, dass sie nicht einfach von dem, was sie da so erzählen, überzeugt sind, sondern sie haben sicher, wenn die haben einen Haufen Wissenschaft und so, eine Auslegeordnung gemacht. Und das würde heissen, ich nehme die Vorteile und die Nachteile der heutigen Politik. Das ist die Gegenwart. Und die Risiken und die Chancen für die Zukunft von dem. Und das kann ich so in einem Viereck aufführen, so ein wie das irgendein McKinsey oder jemand würde machen. Und dann nachher, das muss sie, hat sie wahrscheinlich gemacht, aber sie muss das präsentieren. Sie kann nicht mehr sagen, ich bin halt Nationalbank und ich weiss, dass sie in mir glauben, sondern sie muss die Lagebeurteilung machen und kommunizieren. Und kommunizieren tut sie schlecht. Kommunizieren ist ja eigentlich alles, was eine Notenbank hat. Weil Notenbankpolitik steht und fällt mit dem Vertrauen, mit dieser Glaubwürdigkeit. Oder wie kann es denn sein, dass 3 von diesen heiligen Weisen in dem Sitz von dieser Nationalbank nicht kommunizieren können? Wie ist denn das möglich? Ich denke, sie haben sich an die wunderschöne Rolle gewöhnt, dass sie auf die unangefochtene Autorität sind. Und das ist jetzt vorbei. Auch andere unangefochtene Autoritäten, Kurt Schildknecht zum Beispiel, wo einer von den ganz Grossen ist von der schweizerischen Geldpolitik, die fangen an Fragen stellen oder Vorschläge machen. Du bringst den Kurt Schildknecht ins Spiel, den haben wir jetzt per Zufall sogar da, oder? Auch in der Weltwoche. Man muss auch wissen, der Herr Schildknecht hätte mal den Job haben von Thomas Jordan. Ja, hätte er mal ist ein Sozialdemokrat, oder? Er hat mal den Bank Loi mal kurz geführt, oder? Präsident. Genau, und dann ist er eigentlich Nordfinanz hat er geführt, ja. Dann ist er zum Martin Ebner rübergekommen und seither ist er so ein bisschen eine Art von Cassandra in dem Land, wo dann sich immer zu Wort meldet, wenn es ernst wird. Jetzt ist er wieder gekommen und sagt, wir machen doch etwas Schlaues. Wir tun die vielen Milliarden, die Nationalbank hat, die haben ja eigentlich gut geschafft bis jetzt. Da musst du sagen, die haben ja Dutzende von Milliarden verdient, ihr Eigenkapital ist gestiegen. Natürlich auch auf der anderen Seite eine Ausweitung von der Bilanz und der Euro-Positionen. Tun wir doch die Milliarden der AV geben. Was haltest du von dem Vorschlag? Ja, die Idee die zirkuliert schon ein Zeitchen, aber die Idee, die jetzt der Kurt Schildknecht und im Nationalrat ist es der Tommy Matter, der Nationalrat, der glaubt ziemlich die gleiche Idee bringt. Sie sagen, jetzt haben wir stürmische Zeiten. Wenn sich dann die Zeiten normalisiert haben, sagen wir, wenn sich die Bilanzsumme halbiert hat von der Nationalbank, dann wollen wir einmal die Hälfte von dem zusätzlichen Gewinn, den sie da irgendwie gemacht hat, in die AHV rein tun. Oder vielleicht in etwas anderes. Aber nicht in die laufende Rechnung und auch nicht für neue Spinnenprojekte aus der Politik, sondern in der AHV, die ein riesen Problem hat. Sorge Nummer 1 in der Schweiz ist
Altersvorsorge. Und das dort rein. Ich finde das vor allem politisch eine geniale Idee. Das Problem ist, dass sich wahrscheinlich die Situation nicht normalisiert. Und dann kommt der Fall nicht. Sagen wir es so. Die Gewinne von dieser Nationalbank sind einmal schön auf Papier. Ja. Wenn der Herr Schildknecht und der Tommy Motte sagen, wenn sich denn das Ganze mal ein bisschen abgekühlt hat und die Bilanz noch halb so groß ist von der Notenbank, dann tauchen vielleicht auch ein paar Verlustlöcher auf in die Bilanz von dieser Nationalbank. Vielleicht ist dann der schöne Gewinn weg. Gewinn. Was heisst das Halbieren von der Bilanzsumme? Das heisst halb so viel Euro, halb so viel Dollar. Das würde ja heissen ein Meltdown in der Bilanz von der Nationalbank. Das heisst Verlust. Ja, entweder können Sie die Anlage, die Sie gekauft hat, wieder verkaufen. Oder die Anlagen sind nur halb so viel wert. Aber dann ist auch kein Kapital mehr rum, wo man der AHV zuschieben kann. Also, wir sind jetzt da an einem Punkt, wo ja dann auch alles ein bisschen schwierig wird, weil eben keiner hat eine schlaue Lösung. Die Nationalbank hat den Weg eingeschlagen von Minuszinsen und von letztendlich Ausweitung von der Bilanz. Sie versuchen da mit den Franken irgendwo in einem Gleichgewicht zu behalten. Sie müssen besser kommunizieren. Was erwartest du? Nächste Woche kommt der Thomas Jordan, steht einmal mehr an und erzählt seine Politik. Er wird wahrscheinlich nichts ändern an der Politik. Wie kann er überhaupt anders kommunizieren? Oder ist er halt einfach der Jordan, der der Typ ist und das nicht kann? Nein, also ich denke, jetzt ist ja Sammy Klaus, oder? Da schaut er das erste Mal das Video auf Inside Paradeplatz. Und dann nimmt er sich das Herzen und dann hat er eine Woche Zeit und dann kann er die Auslegeordnung, Vorteile, Nachteile, Risiken, Chancen machen und kann das in einer Woche präsentieren.